Herzlich willkommen, liebe Freunde von Besser Wissen. Wir haben heute eine Sonderausgabe. Alle sind betroffen von Corona-Maßnahmen, ganz besonders der Amateur- und Breitensport, auch in unserer Region. Darüber wollen wir heute mit der Vorsitzenden des Sportkreises Mannheim, Frau Dr. Hamann, sprechen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Hamann, zu Besser Wissen. Sie sind ganz besonders betroffen von Problemen, die der Sport derzeit hat. Was sind denn so die spezifischen Probleme, die jetzt in der Pandemie bereits aufgetreten sind? Also zunächst ganz herzlichen Dank für die Einladung. Die Probleme sind ganz vielfältig und sie finden sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Es ist vor allen Dingen eine ganz, ganz große Enttäuschung im Bereich des Breitensports und des Vereinssports zu erspüren. Zum einen Enttäuschung bei den Ehrenamtlichen und hauptamtlich Tätigen in unseren Vereinen, die im Laufe des Sommers, wie wir finden, großartige Konzepte, die auch sehr gut gegriffen haben, entwickelt haben. Konzepte, die jetzt im Moment wenig bis gar keine Beachtung finden. Es ist aber insbesondere die Enttäuschung groß bei den Sporttreibenden, denn die sehen sich im Moment mit der Situation konfrontiert, dass sie die Vereinsangebote ja nicht nutzen können. Ganz aktuell hat uns jetzt die Mitteilung erreicht, dass es in der neuesten allgemeinen Verfügung der Stadt Mannheim, die OB Dr. Peter Kurz heute in einer Pressekonferenz mitgeteilt hat, so sein wird, dass auch der Schulsport für den Moment ausgesetzt werden wird. Und das ist natürlich eine ganz dramatische Folge deswegen, weil dann insbesondere für Kinder und Jugendliche gar kein Sportangebot mehr zur Verfügung stehen wird. Das erachten wir als tatsächlich tragisch, denn um die Pandemie zu bekämpfen, schalten wir im Moment den Gesundheitsmotor schlechthin, den wir in einer Gesellschaft ja haben, den Sport aus. Jetzt werden ja die Maßnahmen von den Ländern auch besprochen, dann weitergehend über die Städte, die ja ganz individuelle Maßnahmen nochmal haben. Hier in Mannheim haben wir in der Innenstadt sogar die Verpflichtung, Masken zu tragen. Sehen Sie sich in der Lage, etwas Einfluss auf die Kommunen zu nehmen, in Ihrer Eigenschaft als Vorsitzende des Sportkreises Mannheim, oder gibt es da gar keine Chancen? Also Einfluss, weiß ich nicht, ob ich dieses Wort wählen will, aber selbstverständlich sind wir mit der Kommune in ganz intensivem Austausch. Insbesondere der Sportbürgermeister, der Herr Quast, und auch der Fachbereich 52, der Fachbereichsleiter, der Herr Kaleske, mit denen sind wir in beständigem Austausch und versuchen einzubringen, was die Anliegen des Vereinssports sind. Aber tatsächlich ist natürlich die Stadt auch oder die Kommunen auch insgesamt gebunden an das, was an Vorgaben vom Land kommt. Und da ist der Handlungsspielraum im Moment deutlich begrenzt. Es gibt ja Institutionen wie beispielsweise der Badische Fußballverband, der virtuelle Lehrgänge anbietet. Bei Ihnen ist aber so, Sportstätten sind geschlossen, die Wettbewerbe liegen auf Eis. Es gibt ja auch keinen Wettbewerb derzeit. Gibt es etwas, was Sie anbieten können, also auch vielleicht virtuell irgendwie Anreize geben, was man in dieser Zeit, wo eben der Sport in den Sportstätten nicht betrieben werden kann, dass da trotzdem jemand, der Vereinsmitglied ist und gewöhnt ist, regelmäßig Sport zu treiben, aktiv werden kann? Ja. Also es sind natürlich schon viele Vereine da, die virtuelle Angebote vorhalten für ihre Vereinsmitglieder. Sei es jetzt, dass sie streamen ins Internet, Kursangebote. Wir selbst beschäftigen uns jetzt morgen Abend ganz aktuell mit dem Thema E-Sports. Welche Angebote kann man unter Umständen in dem virtuellen Bereich dann ergreifen in den Vereinen. Aber die Vereine versuchen natürlich, den Kontakt zu den Mitgliedern über Sportangebote zu halten. Denn letztlich ist es ja die Gemeinschaft, die einen Sportverein ausmacht. Es ist ja nicht nur das Sporttreiben an sich. Das könnte man zur Not auch noch alleine im Wald joggenderweise oder wie auch immer, ein Krafttraining im heimischen Keller. Aber die Gemeinschaft, die ist es, die fehlt. Und das versuchen die Vereine im Moment schon intensiv zu pflegen über virtuelle Angebote. Jetzt ist es ja so, dass sich bestimmt viele Vereinsvertreter an Sie wenden, immer so an die höchste Instanz, die zur Verfügung steht. Wie hoch ist dieses Ausmaß der, ich sage es mal, Klagen, die sich an Sie wenden? Die Häufigkeit, kann man das ein bisschen beziffern? Erreichen Sie täglich Anfragen? Oder? Ja, also Klagen möchte ich gar nicht so sehr verwenden, dieses Wort, sondern eher Hilferufe.
Das würde mir als Begriff passender erscheinen im Moment. In unserer Geschäftsstelle ist es tatsächlich so, dass täglich Anrufe eingehen und Nachfragen eingehen. Wir merken aber schon auch sehr deutlich, dass die Anfragen im Frühjahr, im ersten Lockdown, sehr viel intensiver waren, weil da noch eine Aufbruchstimmung war, weil man da noch gesagt hat, wir wollen Konzepte entwickeln, helft uns dabei, wir wollen uns austauschen. Jetzt hat so ein bisschen ein Frust Einzug gehalten in den Vereinen, die sagen, aber hey, wir haben doch alles gemacht und es liegen die Konzepte vor, es gibt das Hygienekonzept vor und trotzdem stehen wir vor der Schließung. Die Vereine brauchen jetzt gar nicht mehr so sehr viel Beratung in dieser Richtung. Klar, finanzielle Dinge sind es, da gibt es dankenswerterweise das Soforthilfeprogramm des Landes, da sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass das verlängert worden ist. Aber da sind tatsächlich noch nicht so viele Vereine in der existenziellen Bedrohung, dass sie von diesem Soforthilfeprogramm überhaupt profitieren würden. Aber das sind dann eben entsprechend Nachfragen, wie geht es, Kurzarbeitergeld zu beantragen, wo kann ich... Ja, jetzt ist es ja, Sie sprechen es gerade an, die finanzielle Seite, die ja nicht unerheblich ist. Vereine bekommen sofort Hilfen, aber jetzt sind ganz viele Vereinsmitglieder, die zahlen ja Beiträge und wenn da Leute in Kurzarbeit sind, ich denke mal Familienbeiträge, ist ja auch schon ein Betrag, der so ins Gewicht fällt, haben Sie schon von vielen Vereinsausträgen gehört, dass Vereine sagen, bei uns sind so und so viele Mitglieder ausgetreten aus finanziellen Gründen oder weil auch nichts angeboten wird im Moment? Wir erheben im Moment diese Zahlen gerade über den BSB, die werden uns Ende Januar zur Verfügung stehen, dann wissen wir genaueres. Aber natürlich sind wir mit den Geschäftsführern im Gespräch und ich habe jetzt mit einem Geschäftsführer eines Mannheimer Vereins gesprochen, der mir gesagt hat, das ist einfach ein richtig blödes Gefühl, dass ich jetzt zum Dezember eine Jahresrechnung stellen muss, nachdem 2 Monate das Sportangebot nicht stattfand und im Januar auch nicht mehr stattfinden wird, wie wir ja jetzt im Moment wissen. Für Familien, die, wie Sie zu Recht sagen, vielleicht selbst in der Kurzarbeit sind, wo Einkommen weggebrochen sind, ich muss eine Rechnung stellen für ein Angebot, was ich gar nicht vorhalte. Und ja, natürlich, gerade jetzt zum Jahreswechsel, wo die Jahresrechnungen der Vereine gestellt werden, sind schon etliche Vereinsmitglieder, die dann sagen, okay, gut, das können wir uns jetzt mittelfristig nicht mehr leisten, wenn nicht absehbar das Angebot auch wieder zur Verfügung steht. Also ja, das ist eine Sache, die sich möglicherweise sogar noch steigern wird, wenn es noch länger geht. Haben Sie schon von Vereinen gehört, die buchstäblich vor dem Ausstehen, wo man sagt, die können, also wenn das zum jetzigen Zeitpunkt ist es schon schlecht, aber es kann noch schlechter werden und dann stehen wir eigentlich vor dem Aus, weil gar nichts mehr kommt. Also diese Signale senden uns die ein oder anderen Vereine tatsächlich schon. Wie es dann tatsächlich letztendlich kommen wird, wird man dann auch entscheiden müssen, wenn die Soforthilfen gegriffen haben und man sehen wird, was kann erstattet werden. Aber diese weiße Flagge, die berühmte, die haben die ein oder anderen Vereine tatsächlich schon gehisst und beschwenkt. Ja, also wenn Sie so eine pauschale Zeitangabe machen könnten, was Sie vermutlich ganz genau nicht tun können, wie lange könnte dieser Zustand noch dauern, ohne dauerhaften Schaden zu nehmen, also dass der Sport sich relativ schnell wieder erholt. Wie lange könnte es noch gehen? Natürlich sagen Sie vermutlich lieber heute als morgen, aber um es mal realistisch zu sehen, wenn jetzt dieser Lockdown, den wir gerade haben, wenn der zum angestrebten Zeitpunkt beendet würde, wie sähe es dann vermutlich aus? Eher, sind Sie ja pessimistisch gestellt oder doch, sagen Sie, nee, könnten wir dann hinkriegen? Also lieber gestern als morgen, nicht nur lieber heute als morgen. Tatsächlich, ich meine, das sind zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist, wird der Verein überleben finanziell? Wir sprechen da natürlich auch von Arbeitsplätzen, die in den Vereinen drin sind, hauptamtliche Trainer, hauptamtliche Geschäftsführer und so weiter. Was wird mit diesen Menschen passieren, wenn die Vereine nicht in dieser Weise fortgeführt werden können? Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene sind die Sportlerinnen und Sportler, die natürlich dann abwandern, wenn das Angebot nicht zur Verfügung steht. Also aller spätestens nach dem ersten Quartal, aller spätestens muss das wieder in Gange sein, sprich bis dahin muss man Konzepte dann auch wieder umgesetzt haben und das wäre auch unser ganz großer Wunsch an die Politik und an die Regierenden einfach zu sagen, schaut differenzierter hin.
Der Sport ist das, was unsere Gesellschaft in der Pandemie tatsächlich auch gesund halten kann. Und wir haben Konzepte. Nehmt uns als Teil der Lösung wahr und nicht als Teil des Problems. Und dass wir wirklich entsprechend dann spätestens mal im März, April loslegen können und die Zeit bis dahin genutzt wird, zu entscheiden, was muss denn tatsächlich sein, dass der Sportmotor auch wieder laufen kann. Nehmen wir gerade mal Ihre letzten Worte als Appell auch an die Politik. Also auch die Gastronomie hat ja sehr viel investiert und dann am Ende waren die eigentlich die, die jetzt noch mehr geschädigt werden. Ja, ne? Ja. Sie sprechen von Konzepten, die Sie bereits umgesetzt haben und die auch greifen könnten. Mhm. Also kann ich das als kleinen Appell auch an die Politik verstehen, zu sagen, jetzt achtet mal auf das, was wir schon getan haben und möglicherweise muss es gar nicht ganz so streng sein, wie ihr es gerade im Moment macht. Ja. Sie haben jetzt die Gelegenheit dazu, das nochmal mit Nachdruck zu sagen. Ja, also das wäre natürlich unser Wunsch und unsere Bitte, nicht einfach nur zu sagen, wir haben jetzt einen Lockdown und weiter so, gleichwohl die Maßnahmen vielleicht im Moment noch nicht in gewünschter Weise gegriffen haben, sondern wirklich differenziert hinzuschauen und zu sagen, wo hat der Sport, der Vereinssport insbesondere, schon Gutes geleistet, Konzepte vorgelegt und dann wirklich differenziert diese Konzepte auch wieder in die Umsetzung zu bringen und nicht einen ganz pauschalen Lockdown weiterzuleben. Das wäre unser Wunsch, gleichwohl natürlich auch für uns die Gesundheit der Menschen an oberster Stelle steht. Das ist ja nun überhaupt gar keine Frage. Das wünschen wir uns natürlich alle, das ist ganz klar. Dürfen sich Vereine weiterhin an Sie wenden, auch wenn Sie nicht jedem ad hoc helfen können? Aber selbstverständlich. Dafür sind wir letztendlich da. Dafür haben wir auch unseren hauptamtlichen Geschäftsführer, der im Moment wirklich sehr, sehr viel leistet und wie in vielen anderen Berufszweigen auch sich Konzepte überlegt hat, wie können wir mit diesen vielen Anfragen umgehen. Aber klar, der und auch wir ehrenamtlicher Vorstand, ich bin ja nicht alleine, sondern habe ein tatkräftiges Team an meiner Seite. Wir stehen zur Verfügung und freuen uns auch, wenn wir mit eingebunden werden. Tat und schlagkräftig, wie man schon sehen konnte. Ja. Vielen Dank, Frau Dr. Hammann, für Ihre Worte. Ja, das war bestimmt hochinteressant und wird uns auch noch eine Weile begleiten, die Maßnahmen, die der Sport ergreifen kann innerhalb der Corona-Pandemie. Wir werden zu einem etwas späteren Zeitpunkt nochmal auf dieses Thema eingehen, wenn es dann neue Aktualitäten gibt. Für heute ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Hammann, für Ihre Ausführungen. Vielleicht konnten wir dem einen oder anderen Verein helfen, zumindest dahingehend, dass er erfährt, wo er sich hinwenden kann. Und vielleicht werden Ihre Worte ja auch von der Kommunalpolitik gehört. Und man kann an dieser Schraube etwas drehen. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne.